Hallo und herzlich willkommen. Ich bin auf dem Weg zur Burg Vogelsang, wo ihr schon die ersten Gebäude vor mir seht. Ja, leider ist es ein bisschen windig, aber ich hoffe, es rauscht trotzdem nicht zu sehr. Ja, so sieht es hier aus, an dem großen Platz. Irgendwer fliegt auch schon mit der Drohne über dem Ganzen herum. Bin mir nicht sicher, ob das hier überhaupt gestattet ist. So, ich habe Glück gehabt, ich habe den allerletzten Platz in der Führung bekommen und werde also um 14 Uhr durch die Führung gehen. So, ich habe mal die große Kamera genommen mit dem Windpuschel. Das ist zwar nicht ganz so schön, aber ich hoffe, der Wind wird deswegen etwas abgehalten. Die Aufgaben sind dann natürlich nicht ganz so stabil, weil ich nicht mit einem riesen Gimbal hier durch die Gegend laufen möchte. Aber es sieht trotzdem toll aus hier. Und bevor die Führung beginnt, gucken wir nochmal runter auf die Urftalsperre. Ich denke mal, ich werde hier nachher noch einen Spaziergang machen. Ja, das ist also hier die sogenannte Burgstätte. So, so ein Blick von unten Richtung Burgschenke und dem alten Unterrichtssaal. Das sind die Gebäude, wo die Schüler dieser Burg oder die
ja, die Studenten der Kaderschmiede hier untergebracht waren. Es waren ja alles Erwachsene, es waren keine Schüler in dem Sinne, sondern es war ja eine Kaderschmiede. Ja, hier das Gebäude ist das Rotkreuzmuseum. Oder da ist das Gebäude drin, das Rotkreuzmuseum drin untergebracht. Und ich versuche jetzt mal den Fackelträger zu finden. Wir schauen jetzt vom Sportplatz nochmal hoch auf die Burg Vogelsang. Das ist der Blick auf den sogenannten Ting, eine germanische Kultstätte, an der Veranstaltungen stattgefunden haben. Wahrscheinlich früher auch Opferrituale. Das war hier geplant, um hier eben Brot und Spiele und kultige Szenen zu bieten vor einem gigantischen Hintergrund. Das hier ist die Sitzfläche des Tings. Hier saßen die Zuschauer und hatten dann hier Ausblick auf die Bühne.